Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. In der letzten Folge waren wir hier in diesem Büro gewesen, haben Akten gesucht, haben mit Chloe hier sogar $5000 gefunden, die sie eigentlich mitnehmen wollte, um ihre Schulden bei Frank zu bezahlen. Wir haben sie aber davon abgebracht, weil ich finde es ein bisschen unmoralisch, das Geld zu klauen. Alleine schon, weil es auch für eine, was war das, glaube ich, für die Behindertenkasse oder irgendwas, auf jeden Fall für körperlich wahrscheinlich oder geistig beeinträchtigte Menschen war. Ich hätte aber auch noch Verdacht, dass es bestimmt auch Schmiergeld ist von dem Prescott, habe ich auch schon überlegt. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Brief schon gezeigt hatte. Falscher Brief. Was ist das hier? So, Nathan, ja, genau. Prescott's Dad is a bully too. Genau. Shocker. Weil ja von Prescott hier noch ein Brief lag und im Endeffekt, ich will jetzt nicht sagen, er droht ja, dass die Spenden für die Blackwell Akademie sozusagen so lange suspendiert sind, wie auch sein Sohn suspendiert ist. Und ich habe mir auch schon gedacht, dass vielleicht diese $5000 vielleicht nicht für diese Behindertenkasse sind, sondern vielleicht ist es auch einfach Schmiergeld von Prescott. Ja, ich denke mal, das werden wir jetzt rausfinden und wir gehen mal weiter. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? Splish, splish splash. We hella deserve it. Splish splash. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Ich bin ein guter, schlechter Einfluss? Ja. Ach, hier jetzt gespeichert, okay. Ja, ich muss nämlich jetzt das im nochmal nachspielen im Büro, der nicht gespeichert hatte das letzte Mal. Ist es denn Einbruch, wenn man den Schlüssel hat? Eigentlich nicht, ne? Gut, wenn der illegal an den Schlüssel rangekommen ist, ist es, naja, trotzdem nicht legal, ne? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Kann ich nicht irgendwo mein Licht anmachen? Nein, nein, stoppe er! Ich wollte doch nicht zurückspulen. Guten Tag, bin wieder hier. Nichts passiert. Vokale, ist hier irgendwas Neues? No orders. Ach genau, ich habe im Büro, was ich in der letzten Folge nicht gemacht habe, noch ein Foto von Chloe in dem Sessel gemacht, was halt wieder als, nur für euch, die das vielleicht selber spielen und vielleicht auf 100% spielen wollen, ein Foto von Chloe gemacht in dem Sessel. Das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, nicht gemacht. I hope the otters will survive. Eco, Freiwilliger. So, lass uns planschen gehen. Ich sehe hier echt nichts. Mal inner Licht anmachen. Hallo. Oder muss ich mit Chloe quatschen? Chloe? Chloe. Boys or girls? Also momentan identifiziere ich mich ja als Mädchen, ja, weil ich ein Mädchen spiele. Aber normalerweise würde ich sagen Jungsumkleide. Oh, also war mal ganz verrückt. Ach, komm, lass uns zurück zu Beginn in die Jungsumkleide. Oh. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Oh Gott, sind wir verrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie geht bei den Jungs rein? Oh, was möchte ich wohl alles Schlimmes sehen? Jacke. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Ja, ist das verrückt. Logans Schließfach. Zeige mal. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, ich bin ein Arsch. Aber ich denke immer noch an dich. Kuss, Logan. Du, leg dich nicht mit Logan an. Dein Skelett wird irgendwann mit Adamantium überzogen und dann seid ihr alle am Arsch. Gibt's denn hier noch? Ist der crazy Jacke. No way am I touching Zach's jersey. Ja, nee, das stinkt bestimmt. Ah, hier liegt ein Handy. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Na, was steht denn hier? Victoria, hey. Danke, denke gerade. Mein Gott, denke gerade an was Unartiges und dich. Cool, was hast du an?
Nur meine Kristallkette und mein Handy. Heiß. Was hast du an? Ich? In der Umkleide nur mein Trikot, sitze auf meinem Football. Ich dachte auf seinen Footballs. Ihr seid ja unanständig. Yay. Ich dachte, da kommt jetzt was richtig Schweinkram-mäßiges, aber nee, das ist ja. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Vielleicht, weil er dich mag. Er dich toll findet. Und er nicht nur dein BF okay sein will. Nathan to be hooked on these drugs, right? Ach, und die lasse ich. Diazepam nimmt er auch, Nathan Prescott, ja? Bisschen was zur Beruhigung, was haben wir noch? Risperidon? Alter, ist der psychotisch, sag mal? Ey, das würde jetzt einiges erklären. Diazepam nimmt er zur Beruhigung und Risperidon als Antipsychotika? So, haben wir hier noch irgendwas? Lese ich ein Magazin, nehme ich mein Ritalin. Das sonst ist hier nichts weiter. Konnten wir nicht auch eigentlich irgendwie... Ach, wenn? Graffiti, zeig mal. Sex me up. Boys locker room is right. Ist eindeutig, ja. Huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Aha, geil. Was ist denn hier noch? Max ist, okay. Welcome to 1950. Ja. Was? I bet you do. Ist hier irgendwas? Was liegt denn da? Ooh, these are some fancy pool glasses. Nimm die mit. Setz sie auf. Liegt ja nur auf dem Boden, wo die Leute auch daneben pinkeln. Alles cool. Kannst du benutzen. Aber konnte die nicht rennen? Laufen? Ein bisschen schneller irgendwie? Nö. Spiegel. War da wieder ein Foto von uns? Max Caulfield, Moral Avenger. Or self-righteous hypocrite. Wir müssen gucken, ob wir hier irgendwas noch haben, wo wir noch so ein Foto machen können. Graffiti. Bros will be bros. Okay. Plätsch, platsch. I don't think anybody has ever drowned here. I hope. So, was ist das hier? Sauerstoffflasche, echt jetzt? Was ist hier? Können wir hier schnüffeln? Yes, we get it. Ja, wir. Yes, we did it. Wir tun's. Wir haben's. Ja, oh, Kaffee. Wollen wir da ein bisschen Diazepam reinschmeißen? Für morgen? Okay, kommen wir nicht weiter? Ah doch, sie kann ein bisschen schneller laufen. Dann machen wir das auch. Ah ja, siehst du, jetzt fängt es an zu rennen. Na toll. Oh, da müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir hier... This isn't a desperate cry for attention or anything. Oh, Klo. Oh, Klo. I hope so, friend. Das ist auch nichts. Hier ist auch bloß Graffiti. Well, we care, dickhead. Dickhead. Ist auch geil. Sich mal gucken, wie gesagt, vielleicht können wir hier wirklich noch... Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Irgendwas mopsen oder entdecken irgendwas? Was ist das? Where does that other sock go? Ah. Verrückt. Those are some musty-ass old shirts. Yuck. Jack. Handtücher. A bus ticket? Was she going to run away? Eine Fahrt nach Portland. Okay. Okay. Hm. Ist das hier Victoria's Schrank? Oh, bitte. So, Victoria's secret is selfies. Hm. Go fuck your... Oh ja. No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Total, vor allem Duckface. Duckface, uhu. Muss jemand Tick, Trick und Track denken. The wit, it burns.
Ist sonst nichts weiter. Cage-Schließfach, bla. Ja. Ich dachte jetzt, das wäre jetzt cool gewesen. Hätten wir jetzt noch irgendwas Geiles gefunden? Plakat ist mehr Rillepup. Schade eigentlich. Hier waren bloß die Klos und in der Dusche ist ja auch nichts weiter hier. Schade, ne? Gehen wir planschen. Ah, hier kannst du wieder rennen. Gibt's hier noch irgendwas? Und Rachel eigentlich? Hier. Chloe. Ach, die sitzt da hinten. Mein Gott. Ich ahne, wir werden bestimmt noch erwischt. Don't touch. Ah, was ist das denn? Looks like I'm the Vortex Club Bouncer. Decisions, decisions. Ah. For just one picture of their faces when they see my name. Oh, können wir da Victoria rausradieren? Oh, I'm sorry. Your names are not on the list. You'll have to eat shit now. Wen habe ich denn jetzt rausgeschnitten, macht da? Oh, ob das jetzt so gut war, ist eine andere Frage, ne? Aber hey, siehste. Sag ich doch, irgendwas finden wir noch. Können wir auch nicht rein? Oh, bestimmt jetzt Victoria darf nicht und das wäre witzig. Kann ich die jetzt einfach reinschubsen? Ha! Wär geil. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Klatsch doch mal in die Hände. Stimmt hier drin, oder? There has to be a control panel for the lights around here. Aber habe ich, hier, guck mal, look at this. Erstmal gucken. Now I have the power over light and death. Es werde Licht. So. Hallo? Nu? Ah. Das machst du sehr schön. Time to do or dive, Max. Ich? Kann ich mich denn ausziehen irgendwie oder? Ach so. Oh yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Arschbombe! Ah, hätte ich auch gemacht. Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. Ich voll gerammt. Ein otter in my water. You're so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Aber wir haben doch Kate gerettet, wo sie gesprungen ist. Check ich jetzt nicht. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And
We're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Ich weiß es nicht. I don't know. Well, I do, okay? So, just listen to Captain Chloe. I'm trying. As long as we don't waste this power. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Was? Warren? Nein, ich geht. Du bist... du bist die tödliche Punkerin. Warren ist nett. Nö. Ich denke, die beiden passen gut zusammen. Warren ist nice. Nice? Ouch. Aua, genau. That means friendzone. Richtig. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Sag ich doch, der ist in der Friendzone. Because we're yapping instead of attacking each other. Otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jump. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Ich muss sagen, obwohl die Grafik ja schon ein bisschen eingestaubt ist, finde ich, sieht es trotzdem noch ganz gut aus. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Ich wusste es. Raus, 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 raus. Hä? Hier. We have to go now. Make sure you cover the whole bridge. Are you shitting me? Ist Kinder. Dude, hide. Like when we were kids. Verstecken? I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Hello? Wo kommt er? Da. Hello? Anybody there? Nein. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Okay. Wenn ich jetzt... Ist da noch, ne? Ich muss gucken. Weiter, weiter, weiter. Geh noch ein Stück, geh noch ein Stück, geh noch ein Stück, sonst stehe ich nämlich echt scheiße. Hallo? Bitte, 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 schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Oh, ich komme da gar nicht raus, willst du mich verarschen?
Hello? Anybody there? Mist. Dachte, ich komme da raus. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Yeah. Guck mal, ob ich das jetzt schaffe, gleich durchzulaufen. Alter, das ist ja dunkel wie im Bärenarsch. We are so invisible. Ja, ja. Ich dachte, ich muss durch das Exit da hinten raus, also in der Umkleide. Bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Pizza und Bier steht da noch. Into the car. Get in. Later, fuckers. Max, you rock. We are so fucking awesome. Yes, we so are. Oh ja, wir sind total toll. Ja, dann pennen wir halt da. Aber jetzt nicht die Schule verpennen, wa? Guten Morgen, Sonnenschein. Schön, wenn man draußen auch die Leute hört, ne? Always remember this moment. Fotobomb! Photohog. Fotobomb. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Ich werfe aufstehen. Keep waving at the taxis, they keep turning their
Okay, I need to get dressed now. Ja. Aber anziehen und gucken, was Warren uns geschrieben hat, das machen wir dann in der nächsten Folge von Life is Strange. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Damit unterstützt ihr natürlich mich und meinen Kanal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.